Hey meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Final Fantasy 7. Wir haben jetzt in letzter Zeit wieder tiefer und Missionen gemacht. Da hat sie uns geholfen dabei. Lief ganz gut und jetzt haben wir noch ein Date mit ihr, denn ich glaube, die mag uns. Und der Cloud, der ist auch schon ein bisschen zutraulicher geworden. Wir gehen mal zurück zur Bar. Lang ist her, dass wir dort waren und folgen mal wieder der Hauptmission. Na? Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Nö. Wir können weitermachen. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Okay, was haben wir denn? Was Starkes? Ich zeige mal ein bisschen Interesse. Hast du was Starkes? Meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Krass, wie schnell sie den gemacht hat. Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Alter Schleimer. Zum Wohl. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich... will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Ja. Was kann ich denn jetzt machen? Mission haben wir gemacht mit ihr. Das lief ganz gut. Kann ich auch mit runter? Nein.
Pflanzen? Nö. Hier hinten rein? Wir gucken mal hinten rein. Abwaschen? Nein. Die oh, gelbe Blume. Blume. Da ist die also abgeblieben. Hier ist die Küche. Geht's auch nicht raus? Weiß nicht, was ich hier machen soll. Oh, wir können Dart spielen. X werfe ich ja. Ah. Da brauchen wir total lange. Genau, die äußere, also der äußere Ring ist doppelt und das innere ist trippel. Ich hätte es doch mal durchlesen sollen, wie es richtig funktioniert. Ich denke, wir müssen das ruhig halten. Ach, da brauchen wir Ewigkeiten. Ja, wir machen es weiter. Wir können ja das Spiel beenden, aber nein, wir ziehen das durch. Doppel 1. Ah! Null hinkriege, also ist ja am Ende des Tages das hier, also das hier. Wir müssen das halt ganz ruhig halten. Gott, das will mich, mache ich denn eigentlich? Hey, ich geh da unten hin. Ah, daneben null. Puh, ja. Was steht denn da? Großartig, ich denke, das ist dann die dreifache Zahl und dann dein auch nur einfach, das ist doof. Aber das ist schon mal gut, 60 oder jetzt schon mal 40 in einer Runde. Haben wir sonst nicht geschafft. Ja, 43. Und jetzt nicht gut, aber im Vergleich zu den letzten Runden ist das schon viel besser. Oh, Triple, die wollte ich treffen. Also wollte ich schon mehr als einmal treffen. Ist auch gut. Jetzt haben wir 99. Oh. 93. Wir nähern uns langsam dem Ende. 73. Wir bräuchten die 13 und dann nochmal die 20. Wo ist denn die 13? Hier drüben. Okay, 17. Wir suchen mal die 17. 33. Drehen wir die 11. Ah, 14. Wir haben einmal die 19. Zack, geschafft. 26 Würfe. 33 Runden Schnitt. Ja, da haben wir noch... Oh, Gottes Willen. Wir stehen ganz, 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 ganz weit unten. Dann warte ich mal. Was haben wir hier noch?
Achso, hier war die Tafel. Gut, das haben wir denn noch. Wir hatten da. Wir hätten nochmal Dart spielen können, aber ich glaube, das wird heute nicht besser. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Oh. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Oh, was sind das für Dinger? Versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jessie, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jessie! Ich hab Riesenkohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Oh, ich glaube, es ist ein bisschen traurig. Und Prost! Kümmert euch reden. Mann, ne? Das tut gut. Nein. Bix, du alter Schluckspech. Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht, ein so. Mal abzuschalten. Schnüffler? Von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Huhi! Mann, unser... Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Ach, wie sie laufen. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ach, halb so wild. Gehört vielleicht dazu. Was ist los? Ach, die laufen komisch. Verpiss dich! Laufen die? Ist das normal? Weißt du, kann das jemand sagen? Ich. Laufen die echt total. Hey, was glaubst du denn so? Auf dem Wahlmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder, Boss? Unser Boss ist nicht zimperlich. Haha! Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar?
Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Mal schauen, wie es hier unten abgeht. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha. Oh, niedlich. Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. So. Und okay, wir... Nein, nicht mal Key, sondern... Also nicht alle so? Ja, alle so. Ich bin bereit. Ich habe die Kraft! Alle guten Flug! Na toll. Diesmal bin ich so rum! Ich verspreche dich zum Frühstück! Komm doch in durch! Oh! Wie ist das? Wir heilen uns mal kurz. Wir haben ja 40 Stück davon, das ist ja gut. Haben wir ein bisschen aufgebaut in der letzten Zeit. So gern. Aua! Du bist gleich alles Sieg. Im Griff. Ja. Blut soll es regnen. Los geht's. Schluss mit dem Licht. Du wirst das beenden. Gleich ja. Ist der letzte Schrei. Oh, mit der Lebensenergie habe ich ganz verpasst. Wir nehmen einen großen. Und weiter. Du Penner! Blut soll es regnen! Genau. Ich komme doch aufs Gericht! Verschwende! Alles im Griff. Abschau! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. So. Na, war doch nicht so einfach wie gedacht. Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Nicht schlecht, alles können. Halt die Augen auf. Ah, ich weiß. Die Typen waren in letzter Zeit. Oh, sie. Hi. Was geht? Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oh. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Natürlich. Du willst das. Verstehe die Frage nicht. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja. In Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen.
Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Wow. Großes Monster wird uns helfen. Das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Jo. Wieso schlafen wir jetzt? Also bis dann morgen und die Mission ist vorbei, aber eigentlich ist es ja eine Hauptmission. Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott. So, alles geheilt. Alles wieder schick und hergestellt, da können wir loslegen. Steht sie noch da? Ich hoffe. Okay, ist noch da. Gut. Hier haben wir das, Analyse, hier haben wir Frost, hier haben wir, das haben wir fast, also das haben wir fast voll. Wir machen erstmal das Vergift, oder? Keine Ahnung. Jetzt habe ich nicht gelesen, wie das geht. Oh mein Gott. Ah, können wir zusätzlich verwenden. Das ist gut. Okay, meine Freunde. Das ist fast gerade so, dass wir an dieser Stelle gut Schluss machen und das Ganze pausieren können. Und schauen, wie es nächste Mal weitergeht. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ob wir vielleicht auch noch irgendwie in die Mission reinkommen. Genau, das Ganze machen wir aber das nächste Mal. Wir schauen mal hier. Da muss ich erst alle vier haben, um dann darüber zu kommen? Oder so. Was haben wir hier? Na gut, wir üben noch. Wir haben es, denke ich, auch so nicht verkehrt, wie wir es jetzt haben. So. Haben wir da schon mal einmal alles da drin. Das ist gut. Wir können es nochmal bei der Waffe versuchen. Könnten wir zwei Fähigkeiten machen, aber die nutzen wir ja eh nicht, die Waffe, aber wir können es auch nicht übertragen an die andere. Hm. Na gut. Ich glaube, hier hinten, das hier oben, das war schwarzes, ich kann es gerade nicht zeigen, und die Fähigkeiten, die zwei Punkte, die hier zusammen sind, wenn wir da zweimal die gleiche Farbe reinstecken, dann ist das eine gute Kombi und die hier Fähigkeiten sind da stärker, als wie hier die alle getrennt, jede für sich ist. Ist das gut, wenn man das Ganze in der Kombination macht, dass wir jetzt hier zwei rote haben oder zwei grüne, die da reinsteckt. Dann fetzt das mehr. Aber was haben wir eigentlich noch so? Ich lasse das mal so. Ah, Heiltränke können wir auch so machen, das ist gut. Schön, dass ich da jetzt mal umgeschaut habe. So. Was haben wir noch? Kampfbericht, das ist die Gegnerdatenbank, die ist ja auch schon sehr. Haben wir die alle besiegt oder? Gut, was haben wir noch? Magie? Gegenstände? Anleitung? Und Speichern und Laden. Ja. Das war's. Große Umgebung. Okay, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr das Ganze gerne kommentieren, abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.